Was geht ab, liebe Leute und Auswärtigen? Guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von unserer Box für den Camper. Heute werde ich das erste Mal euch wirklich Details zeigen müssen, wo ihr dann auch verstehen werdet, warum ich das Ganze mache und wieso und ne. Aber ich würde sagen, einfach der Reihe nach. Ich zeige euch erstmal, was ich inzwischen wieder gemacht habe. Und zwar kann ich natürlich Off-Cam immer nur ein bisschen weitermachen, deswegen lohnt sich das für mich nicht immer aufzunehmen. Erstmal habe ich die Box da unten stehen. Hier ist jetzt die Box, da will ich keine Werbung für machen. Das dient einfach nur als Pressung für das hier. Ich habe in der Zwischenzeit das hier unten, das habt ihr schon gesehen. Auf jeden Fall habe ich auf einer Seite hier dieses Band nochmal getauscht, weil ja die Spaltung von dem Ding in der Mitte war, hier oben. Und dann war das mal doof zum Angreifen, deswegen habe ich das nochmal umgetauscht. War ein bisschen mühsam, aber ging. Außerdem habe ich hier am Rand solche Leisten eingeklebt. Links und rechts gibt sie schon. Unten ist die jetzt ein bisschen versetzt, das zeige ich euch gleich. Und zwar sind die drin, damit ich einfach die Gewichtsverteilung von den Druckplatten von oben nachher besser drauf habe. Man soll ja oben drauf sitzen können und momentan ist das Problem, dass mir die nur diese Stützen hier außen eigentlich die ganze Kraft aufnehmen. Und ich möchte aber haben, dass wir eigentlich schon das ganze Ding ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Und deswegen gibt es hier an der Seite diese Leisten, die werden dann später noch von außen verschraubt, dass die auf jeden Fall gut an dieser Platte halten. Dann nehmen die noch ein paar Kräfte auf und verteilen das gleichmäßig auf die Platte nach unten. Außerdem wird es hier unten, wie ihr jetzt hier schon eine sehen könnt, und oben eine Leiste geben, die auch dafür da sind, dann eben die Kräfte gleichmäßiger nach unten zu verteilen. Und die hier sind ein bisschen versetzt, weil ich habe hier extra aus dem alten Lattenrost noch ein paar Stückchen rausgeschnitten. Die sollen dann an die Deckelplatte noch angeklebt werden und hier quasi einpassen. Somit haben wir die Möglichkeit gegeben, dass die Position von dem Deckel nachher immer gleich ist. Außerdem haben wir immer sichergestellt, dass wir hier noch ein paar Anlagepunkte haben, weil wir ja dann nicht nur hier mit der oberen Platte hier auf diesen Flächen hier auffliegen, sondern auch mit dieser Leiste hier nochmal auf den Querbalken unten und oben. Genau, so der Plan. Ich zeige es euch aber immer Schritt für Schritt. Jetzt muss erstmal das hier noch ein paar Minuten trocknen, beziehungsweise anhaften, und dann kann ich auch nochmal das rumdrehen und die andere Seite einkleben. Außerdem habe ich schon ein bisschen weiter gemacht, und zwar, hier sieht man schon, ich habe den Ausschnitt gemacht. Also erstmal, wer die Tiefziehvorrichtung verfolgt, der weiß schon, was das da ist. Und weil das so geworden ist, wie es geworden ist, musste ich mir was anderes überlegen. Und habe aber jetzt trotzdem hier mal angefangen, die Deckelplatten weiter zu bearbeiten. Wir hatten im letzten Teil mit der oberen Platte schon angefangen und wir hatten hier diese Pins reingemacht. Also da hatte ich ja die Dübel gekürzt und hatte hier dann jeweils einen halben Dübel immer reingemacht. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit hier einen Ausschnitt rausgemacht aus dieser Platte. Und ja, das sollte eigentlich diese Form werden. Deswegen ist jetzt das hier ein bisschen kleiner, auch weil es nicht ganz geworden ist. Ich gebe mit diesem Ding nicht auf, dann machen wir nochmal weiter irgendwann. Aber das Ding hier muss auf jeden Fall fertig werden. Und deswegen habe ich mir dann eine Alternative rausgesucht. Außerdem habe ich Off-Cam, wie man vielleicht schon ein bisschen an den Platten sieht, diese ganze Dings hier lasiert, beziehungsweise mit einer, mit diesem gleichen Anstrich, den wir auch in dem Bulli haben und draußen für unser Beet, habe ich diese beiden Platten ja auch angepinselt. Dann werden die einfach ein bisschen dunkler, die Maserung kommt ein bisschen besser raus und außerdem sind sie dann jetzt ein bisschen mehr gegen Feuchtigkeit und auch ein bisschen mechanische Beanspruchung geschützter. Genau. Dann habe ich noch hier ein kleines Plättchen gebaut mit einer Bohrung drin und ich habe mir ein PFT-Röhrchen eigentlich zum Kabel verlegen, aber das hatte ich noch übrig. Hier unten sehen wir ja die Aussparung für was irgendwie und da kommt dieses Röhrchen nachher rein. Und auf der oberen Seite fehlt uns noch eine Aufnahme oder so und deswegen habe ich hier dieses Ding gebaut, da passt das hier ein bisschen rein. Wackelt noch ein bisschen, das ist okay, das reicht. Dann kommt das dann nachher so rein und kann dann da was aufnehmen. Während jetzt der Leim auf der Gegenseite trocknet und
und ich dann nachher in so 20 Minuten hoffentlich endlich die ganzen Schrauben reinjagen kann, widme ich mich kurz einem anderen Thema. Wie schon angesprochen, wer die Videos von der Tiefziehvorrichtung da oben verfolgt, der weiß, dass das nicht ganz so gut gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen brauche ich eine Alternative. Ich werde, kurz Einsatz noch zur Vorrichtung, ich werde das Projekt noch nicht aufgeben. Ich habe da noch ein paar Ideen, was ich machen kann, was ich versuchen kann und zur Not, was ich dann alternativ zum Tiefziehen noch machen kann, um die Form generell zu bekommen. Aber das kommt dann alles auf dieser Playlist und ja, da müssen wir halt noch ein bisschen Geduld haben. Da ich aber keine Geduld habe, beziehungsweise da ich keine Zeit habe, auf diese Vorrichtung beziehungsweise auf dieses Einsatzdings zu warten, brauche ich was anderes, denn diese Kiste muss fertig werden. Jetzt kann ich an der Stelle auch mal kurz sagen, was es werden soll. Das ganze Ding wird eine Art Toilettenbox, Duschbox, wie auch immer. Viele kennen es, es gibt diese ganzen fertigen Boxen von wegen Trennen, Einsatzbox und so weiter und Klo und Camping und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und das ist mir aber tatsächlich alles einfach viel zu teuer. Du zahlst dich da dumm und dämlich und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust für den normalen Einsatz, was dieses Ding ja eigentlich kostet, so roundabout 70 bis 120 Euro auszugeben. Das ist mir ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu viel für das, dass es ja eigentlich nur ein normal tiefgezogenes oder vielleicht sogar gespritztes Kunststoffteil ist, wo am Ende vielleicht Centbeträge rauskommen. Ja? Aber das Problem ist einfach, es boomt gerade so hart, dass dieser Hype um das ganze Camping-Thema ist so groß, da können die einfach auch solche gigantischen Preise machen. Und jetzt habe ich neulich auf YouTube ein relativ lustiges Video angeguckt. Das war so Trenneinsatz für 5 und 2. Also einmal für 5 Euro und einmal für 20 Euro. Und die für 5 Euro, die Variante, hat mir tatsächlich relativ gut gefallen. Ich komme noch nicht ganz drauf klar, dass ich das jetzt wirklich mache, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und zwar geht es darum. Normalerweise haben wir am Trenneinsatz hinten eine Öffnung. Das ist der obere Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz drauf habt. Der ist danach einfach ausgeschnitten und da fällt dann einfach der Feststoff, sage ich mal, einfach durch. Und das Flüssige wird alles vorne in diesem Trichterbereich gesammelt und wird dann abgeleitet in den Kanister. Ja, das Problem ist nur, ich kriege diese Form erstmal nicht und bestellen will ich sie nicht. Und das Ding war, man könnte doch eigentlich eine tiefe Kehrschaufel wie diese hier umfunktionieren, weil die ja ähnlich diesen Auffangdings hat, ja. Und zudem hier oben gleich noch eine Dichtlippe, das heißt, es würde sogar bündig anliegen, egal wie man es anklebt. Und dann dachte ich mir, okay, fahre ich zum günstigen Discounter und besorge mir so ein Ding. Ja, den Besen habe ich schon verschenkt. Der hat meiner Mom ziemlich gut gefallen. Grüße gehen raus. Und die Kehrschaufel hier, die werde ich jetzt umfunktionieren. Ich werde jetzt erstmal hier den Griff abschneiden und vielleicht gucken, dass ich hier unten von dem Steg ein bisschen was übrig lasse, dass ich das hier so hochbiegen kann. Und am Ende mit einem Epoxidkleber oder so einem Zwei-Komponenten-Kleber, das sie dann komplett versiegeln. Weil ich brauche die Öffnung nachher hier in dem Bereich und nicht hier oben am Griff. Deswegen muss das auf jeden Fall erstmal abgedichtet werden. Und ich glaube, damit fange ich erstmal an. Also lass uns das mal genau angucken. Also, die Anbindung vom Kunststoffteil war hier unten. Das heißt, die größte Schwachstelle wird dieser Einfallbereich hier unten sein. Das interessiert mich aber nicht, weil das ganze Ding nachher sowieso nicht sichtbar sein wird. Also, ich werde jetzt hier zuerst einmal hier oben am Rand absägen. Das Ding hat 2 Euro gekostet oder 3, deswegen ist mir das absolut egal. Und den Besen, der ist ja noch weiter in Benutzung, also kann ich das ruhig mal ausprobieren. Es interessiert mich auch nicht, dass dieses Teil spritzgusstechnisch eine absolute Katastrophe ist. Da sage ich jetzt nichts zu, aber was will man schon für 3 Euro erwarten? Aber wie gesagt, da ich es eh auseinanderschneide, ist mir das gerade zweimal egal. So, damit wäre der Hauptgriff mal weg. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt hier unsere beiden Hauptschnitte und erstmal hier noch diese Flügel dran. Diese Flügel muss ich jetzt wegmachen, dass ich das ganze Ding von hinten hochklappen kann, um hier dann eben eine Übergangsfläche zu kriegen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und damit kann ich jetzt hoffentlich ein bisschen präziser hier diese Schnitte reinmachen.
Manch einer würde sagen, es ist hart übertrieben, aber die haben recht. Es ist einfach nur eine Spielerei, die ich mal ausprobieren wollte. Weil jetzt habe ich den Nachteil, das meiste ist jetzt echt geschmolzen. Durch die Reibung und die Geschwindigkeit vom, von der Scheibe selber. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und sauber machen muss ich nicht, dafür habe ich Kara. Kara ist übrigens kein Mensch, okay? Also bevor ihr jetzt irgendwie denkt, ich würde hier eine Freundin ausnutzen oder so. Alles gut. Okay, dann machen wir folgendes. Ich räume kurz hier ein bisschen auf, mache kurz ein bisschen sauber, räume die Flex wieder zurück und die Schutzbrille wieder runter in den Keller und dann werde ich den Heißluftföhn holen, damit wir das hier hoffentlich ein bisschen hochgebogen bekommen. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und den Heißluftföhn geholt. Leider ist das Kabel ein bisschen kurz, deswegen werde ich das jetzt so probieren. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal hier diesen Zapfen heiß und dann eben diese Knolle unten drunter. Im besten Fall kann ich es ein bisschen nachbiegen. Im schlimmsten Fall bricht es ab. Dann habe ich aber auch schon eine Idee, was wir machen können. Aber das hier wäre erstmal die schönere Lösung. Ah, shit. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das gibt innen ein bisschen einen Weißbruch. Das heißt, das Material mag das gar nicht, was ich gerade mit ihm anstelle. Habt ihr das gerade gehört? Das war das Zeichen, dass Carlos Ruhepause vorbei ist und sie jetzt wieder einsatzbereit ist. Weil es wahrscheinlich wohl nicht hinzubekommen, bevor das Material verbrennt, lasse ich es lieber. Das Problem ist, wenn man so ein Material, was schon mal gespritzt ist, nochmal heiß macht und es ist nicht das, was nochmal richtig plastifiziert werden kann. Also das heißt, normale Thermoplaste können es ja, die können nochmal so oft eingeschmolzen werden und wiederverwendet werden. Allerdings, oder wie man möchte. Allerdings sowas wie Polystum. Nee, warte, das war die Art. Okay, ich habe gerade die Fachbegriffe vergessen, Schande. Jedenfalls gibt es noch zwei andere. Also Elastomere ist eines davon und das andere ist Polymer? Oder war das nicht die, das war die molekulare Aufbau? Okay, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, lass es lieber. Jedenfalls, es gibt die Thermoplaste, die können so oft, wie man möchte, oder meistens so oft, wie man möchte, wieder eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Bei den anderen Versionen ist es so, dass die entweder sofort brennen oder halt einfach sich zersetzen, sobald man sie nochmal heiß macht. Genau, deswegen werde ich das jetzt hier so lassen. Das sieht so aus, als ob das hier einer dieser Kunststoffe ist. Man sieht nämlich hier hinten, da bilden sich langsam Bläschen. Das heißt, es ist entweder zu warm geworden, sehr wahrscheinlich, oder es beginnt einfach schon mit der Zersetzung, was in beiden Fällen nicht gut ist, weil ich brauche ja das Material. Allerdings habe ich jetzt hier, dadurch, dass ich sie so hochgebogen habe, eine schöne Basis. Jetzt kann ich nämlich einen Patch anfertigen. Und zwar habe ich, nicht hier, sondern drüben, noch diese ganz dünne Platte von dem Tiefziehvorrichtungsdingensbums. Die ist so 0,5 stark und die werde ich jetzt anpassen, dass die hier reinpasst. Und dann werde ich sie mit einem Zwei-Komponenten-Kleber einfach reinkleben und dann ist das Bombe dicht und fest und keine Ahnung was. Und dieses Ding, was wir jetzt hier hochgebogen haben, das hilft mir jetzt als Stütze, dass es da nicht so reinkippt. Genau. Ob man das dann am Ende dran lässt oder nicht, das kann man mal gucken, aber ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden. Leute, mein Problem ist gerade, dass es einfach nicht halten will. Ich habe jetzt das schon so gemacht, dass ich hier am Rand diese Klammern angebracht habe mit Taschentüchern drunter, weil dann habe ich wenigstens eine ebene Fläche, wo ich drücken kann.
Ich hoffe nur, dass mir die Klammer jetzt nachher nicht feststeckt, weil der Kleber jetzt einfach komplett drunter läuft. Immerhin, es hält jetzt schon mal, so wie es aussieht. Und ja, ich meine, interessante Kombi, ne? Wenn das am Ende funktioniert, dann wird es geil, aber abwarten, Tee trinken. Das Problem ist, ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Lust dazu, das Ding jetzt einfach 5 Stunden festzuhalten oder so. Hier auf der Verpackung von dem Kleber steht auch leider nichts mehr drauf, was wie lange es denn jetzt dauert, bis der Kleber anzieht. Er peppt schon mehr oder ist schon dickflüssiger geworden, aber ich kann es halt trotzdem noch verschieben und das ist halt ein Problem. Ja, wenn es nachher getrocknet sein sollte und das Ganze dann funktioniert oder besser ist als jetzt gerade, dann werde ich das auf jeden Fall mit Silikon ausfugen, davor vielleicht noch ein bisschen schleifen, damit es halt eine glattere Oberfläche gibt und nicht überall diese Kleberrückstände dran sind, vielleicht auch mit dem Messer einfach wegschnitzen, muss ich mal gucken, ob das geht. Und ja, so ist der Plan. Fuß am Bau. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal wieder um die Box, weil der Leim müsste auf jeden Fall angezogen sein. Und ja, dann schauen wir später mal, was hier draus wird. Ich habe hier hinten die Halteplatte für die Aufnahme reingemacht, weil, zum ersten Mal zeige ich es euch jetzt, hier ist eine Klorolle und das Fach hier vorne ist tatsächlich für die Klopapierrolle. Hier kommt eben dann diese Achse rein, ich werde noch einen Teil am PC designen müssen, was ich dann am Ende ausdrucke, was hier in der großen Führung drin läuft, einfach damit man das einfach ein- und aushaken kann und dann wird sich hier innen die Toilettenpapierrolle befinden. So, ich habe gerade gesehen, ihr habt es gar nicht gemerkt, also vielleicht seht ihr das jetzt, hier unten wird dann die Papierrolle sitzen. Gut, zur Not, ich zeige es euch irgendwann später nochmal. Ich habe außerdem, was ihr ja schon in der Timelapse gesehen habt, hier überall Schrauben reingemacht, weil diese Leimung hat nicht gehalten, deswegen habe ich hier diese Dinger noch hingemacht. Jetzt habe ich auch schon geguckt, dass ich hier diese beiden Zuschnitte habe. Eigentlich hatte ich ja vor, diese beiden Leisten hier so mittig ungefähr anzuordnen, dass sich die Kraft gleichmäßig drauf verteilt. Wenn ich jetzt hier oben eine Platte drauf habe und dann drauf sitze, dann drückt einmal hier Hauptding, hier Haupt und hier Haupt. Und Nebenbelastungen sind dann eben diese Leisten hier und die Querverstrebungen über diese Leisten hier. Und das Problem ist aber, wenn ich das so hinmache, dann kommen wir hiermit in Kollision. Das habe ich ja genau, den gleichen Fehler habe ich ja beim Bett auch schon gemacht. Ich habe nicht geguckt, sondern habe die Schieber einfach reingebaut. Das heißt, da wo man die Klappe aufmacht, ist jetzt prinzipiell auch Schieber, was ja erstmal, beziehungsweise da wo der Griff ist, ist prinzipiell Schieber und das ist nicht gut. Dann habe ich mir überlegt, gut, schiebst du ganz nach vorne, sieht man es immer noch ein Stück. Und weil hier vorne aber der Einsatz da ran muss, geht das nicht. Deswegen muss ich die beiden so ein bisschen hinter den Punkt von hier ungefähr schieben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die eine Leiste ganz am Rand machen. Damit werden wir dann nachher auch die Position vom Deckel haben. Und die andere Leiste dann ungefähr so ein bisschen versetzt, dass man noch ein bisschen Platz hat. Weil ich noch nicht genau weiß, ob und was danach hinkommt. So, dann ist jetzt die Leiste ungefähr so viel nach hinten gerutscht. Das würde passen. Und jetzt werde ich einfach das hier mit Leim bestreichen. Und dann diese Platte hier, wo ja nachher, wo man sich nachher draufsetzen kann, hier ausrichten, dass die ungefähr mittig drauf sitzt. Dadurch, dass ich ja das alles hier mit Leisten und Deckplatten gemacht habe, ist es natürlich auch stark verzogen. Das heißt, ich kann es euch mal kurz zeigen. Also wenn ich bei mir hier das hier anlege, habe ich hier einen minimalen Bauch, das passt hier vorne, liegt schon nicht mehr an. Das heißt, wenn ich das hier ausrichten würde, wäre das jetzt gerade, dann seht ihr, hier guckt es wieder raus und hier guckt es wieder raus, hier wird es gehen. Also werde ich es irgendwie so halbwegs vermitteln müssen, dass es dann am Ende halbwegs passt. Ja, ist jetzt ein bisschen gepfuscht. Ich werde auch überlegen, ob ich am Ende dann den Deckel einfach nehme, wenn er satt drin sitzt, also wenn er quasi durch die Leisten auf der Innenseite die Position hat und dann hier einfach nochmal nachschleifen. Dann hätte man das ein bisschen angeglichen, aber im ersten Mal stört mich das jetzt nicht, weil, wie gesagt, das ganze Ding hier hat bisher 50 Euro gekostet ungefähr. Langes Geschwafel. Ich werde jetzt hier diese Leisten einfach mal einkleben. Das hier ist dann Nullposition hinten, die richten wir noch ein bisschen aus, dass da noch ein bisschen Luft drin ist und nichts quietschen kann oder so.
So, das sollte reichen. Und zwar sollte ich vier von den Taschentüchern drunter legen, weil diese Leisten prinzipiell ja eher mal einen Ticken zurückstehen. Und dass die aber dann auf jeden Fall die Platte berühren, werde ich das jetzt so machen. Ich habe das ja extra so gestaltet, dass die Leisten absichtlich nicht hundertprozentig aufliegen, sondern dass die halt eher so ein Ticken nach unten gedrückt werden, weil ich ja nicht möchte, dass diese Leisten erstmal hier irgendwie noch einen Spalt erzeugen oder so. Und durch die Taschentücher kommen wir jetzt eben diesen Spalt wieder ein bisschen höher, beziehungsweise übertreiben es mit der Höhe ein bisschen. Damit kriegen wir auf jeden Fall die Flächenpresse hin, die wir zur Klebung brauchen. So, sitzt jetzt überall gerade. Wir können sie noch ein paar Minuten, nicht viel, aber ein bisschen verschieben. Ich gucke auf jeden Fall, dass sie vorne im Hauptbereich gerade sitzt. Dadurch haben wir jetzt hier hinten einen leichten Versatz, den können wir korrigieren. Okay, sitzt nicht perfekt, aber ich würde mal sagen, 90% reicht in dem Fall. Da kommt jetzt hier ein kleines Gewicht drauf, das mir dann hoffentlich die endlose Flächenpressung gibt. Okay, das ist nicht schwer genug, na toll. Dann stellen wir das jetzt hier vorsichtig drauf. Gut, lassen wir mal so. Okay, nochmal. Die Taschentücher habe ich jetzt ja nochmal drunter gepackt, damit wir jetzt genau da, wo diese Leisten sind, nur die Flächenpressung hinkriegen, um die Platte zu leimen. Die kommen nachher wieder raus und dann liegt das alles 0 auf 0 auf. Aber dadurch, dass ich jetzt die Taschentücher drunter gemacht habe, kommen die Leisten jetzt hoch und nur in diesem Bereich drückt die Platte aktuell auf den Rahmen drauf. Das heißt, der Rahmen von unten und die Gewichte von hier oben drücken die Platte und die Leisten zusammen, aber nirgends anders, damit halt die ganze Kraft, die jetzt hier an Gewichtskraft entsteht, auf diese Leimung kommt und nirgends anders verloren geht. Genau, ihr seht jetzt quasi überall einen Spalt. Und dieser Spalt entsteht jetzt halt, weil das da hinten genauso gemacht ist, wie ich gesagt habe. Ja, das lassen wir jetzt auf jeden Fall bis morgen mal trocknen, dann ist es auf jeden Fall hart. Und mehr kann ich jetzt nämlich aktuell eh nicht machen. Die Kiste muss jetzt trocknen, der Leim muss jetzt komplett aushärten, außerdem muss im Innenbereich diese Leiste, die ich da reingemacht habe, für die hier dieses Stück, wo dann nachher die Aufnahme drauf ist, wofür die Toilettenrolle, die muss erstmal noch fertig trocknen und dann werde ich morgen, beziehungsweise was ich wahrscheinlich noch offline jetzt machen kann, diese Pins hier noch ein bisschen kürzen. Ich habe nämlich gesehen, dass hier gerade, da wo jetzt die Kiste schon draufsteht, unter diesen Löchern hier eine Leiste verläuft und das heißt, ich muss auf jeden Fall zwei von den Pins kürzer machen. Ist kein Problem, ich werde einfach die Flex nehmen und wenn ich dann auf die Höhe abtrennen, das sollte gut funktionieren. Ja, und dann denke ich, dann ist die Box auch schon fast fertig. Beziehungsweise ich kann ja erst mit dem ganzen Trenndingens weitermachen, wenn das da hinten getrocknet ist. Außerdem brauche ich morgen noch eine 0,5 Liter Flasche, muss ich mir noch besorgen, weil da der Schraubaufsatz kleiner ist, der dann wieder in den Schlauch reinpasst und das dann alles weggeführt werden kann. Also, ich denke auch, dass es trotzdem für diese Folge heute reicht. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann schießt gerne mal den Like-Button ins All, teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten, schießt gerne und schaut gerne beim. Was laber ich? Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn euch das Projekt gefällt. Jetzt habt ihr auch herausgefunden, was es ist und danke an alle Kommentarschreiber, die immer fleißig diskutiert haben, was es wohl werden könnte. Waren immer wieder ein paar richtige dabei, aber ich wollte nicht verpassen. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.